Angela Merkel, geborene Angela Kasner, ist eine der berühmtesten und einflussreichsten Führungspersönlichkeiten der modernen Geschichte. Sie wurde am 17. Juli 1954 im Elim-Krankenhaus im Hamburger Stadtteil Eimsbüttel als erstes Kind des evangelischen Theologen Horst Kasner und seiner Frau Herlind Kasner geboren. Allerdings ist Angelas Leben nicht nur voller Erfolge und Ruhm, sondern birgt auch viele Herausforderungen und Schmerzen. Angela Merkels Liebe und Ehe standen vor vielen Herausforderungen. Sie hatte eine erfolglose erste Ehe mit Ulrich Merkel, einem Chemiker, den sie 1977 heiratete und von dem sie sich 1982 scheiden ließ. Das Ende dieser Ehe hinterließ viele tiefe Wunden in Angelas Herzen. Sie ließ sich jedoch von persönlichen Misserfolgen nicht entmutigen, sondern strebte weiterhin in ihrer Karriere und ihrem Leben an. Angela Merkel setzt sich immer hohe Ziele und ist standhaft in ihrer Arbeit. Sie verbrachte den größten Teil ihres Lebens damit, der Öffentlichkeit und dem Land zu dienen. Sie war von 2005 bis 2021 Ministerpräsidentin der Bundesrepublik Deutschland, eine lange Amtszeit mit vielen Herausforderungen. Angela Merkel ist zu einem Symbol für Stabilität und Weisheit in der internationalen Politik geworden, insbesondere in Zeiten der Wirtschaftskrise und der Migrationskrise. Trotz vieler großer Erfolge in ihrer Karriere muss Angela Merkel auch viel Leid ertragen. Die Familie war für sie immer eine große Quelle der Ermutigung, brachte ihr aber auch unsagbaren Schmerz mit sich. Ihre Mutter, Herlind Kasner, verstarb im Jahr 2019, und davor verstarb auch ihr Vater, Horst Kasner, im Jahr 2011. Diese Verluste hinterließen eine große Lücke in ihrem Herzen. Angela Merkel gab einmal zu, dass es ihr bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie viele Schwierigkeiten bereitete. Obwohl sie immer versucht, Zeit mit ihrer Familie zu verbringen, ist es ihr aufgrund des Arbeitsdrucks unmöglich, immer bei ihren Lieben zu sein. Derzeit, im Alter von 70 Jahren, hat Angela Merkel die Politik verlassen und genießt ein friedlicheres Leben. Sie verbringt viel Zeit mit Familie, Freunden und persönlichen Aktivitäten. Obwohl sie keine Führungsrolle mehr innehat, bleibt sie ein Symbol für Widerstandskraft und Weisheit und wird weiterhin von vielen Menschen auf der ganzen Welt verehrt und bewundert. Angela Merkel ist nicht nur eine talentierte Führungspersönlichkeit, sondern auch ein Mensch mit Emotionen und Schmerz. Ihr Leben zeugt von Widerstandsfähigkeit und ständigem Streben, trotz vieler Herausforderungen und Tragödien. Nach dem Umzug ihrer Familie in die DDR im Jahr 1954 wuchs Angela Merkel in einem herausfordernden Umfeld auf. Ihr Vater, Horst Kasner, war ein einflussreicher Pfarrer, während ihre Mutter, Herlind Kasner, Latein- und Englischlehrerin war. Aufgrund der pastoralen Karriere ihres Vaters durfte ihre Mutter jedoch nicht im Schulsystem der DDR arbeiten, was das Familienleben tiefgreifend beeinträchtigte. Angela Merkel zeigte schon in jungen Jahren hervorragende akademische Fähigkeiten und schloss 1986 ihr Studium der Physik an der Universität Leipzig ab. Vor ihrem Eintritt in die Politik arbeitete sie am Zentralinstitut für Physikalische Chemie der Akademie der Wissenschaften der DDR. Ihre politische Karriere begann nach dem Fall der Berliner Mauer im Jahr 1989, als sie der Christlich-Demokratischen Partei, CDU, beitrat. Im Jahr 2000 wurde Angela Merkel Präsidentin der CDU und 2005 zur deutschen Bundeskanzlerin gewählt und war damit die erste Frau, die dieses Amt innehatte. Während ihrer Führung war sie mit vielen Herausforderungen konfrontiert, darunter der globalen Finanzkrise, der europäischen Migrationskrise und dem Klimawandel. Sie führte das Land mit einem ruhigen, entschlossenen und pragmatischen Führungsstil und erlangte nicht nur in Deutschland,
sondern auf der ganzen Welt Respekt und Bewunderung. Trotz ihrer erfolgreichen politischen Karriere hält Angela Merkel ihr Privatleben stets aus dem Rampenlicht. 1998 heiratete sie erneut den Chemiker Joachim Sauer. Obwohl ihr Eheleben nicht sehr öffentlich bekannt ist, gilt es als stark und stabil. Allerdings gab sie einmal zu, dass ihre geschäftige politische Karriere sie manchmal daran gehindert habe, genügend Zeit mit ihrer Familie zu verbringen. Auch Angela Merkel erlebte tiefe Trauer. Der Verlust ihres Vaters und ihrer Mutter hinterließ große Lücken in ihrem Herzen. Sie erzählt oft von der Liebe und dem Respekt, die sie ihren Eltern entgegenbringt, sowie von den moralischen Werten, die sie ihr vermittelt haben. Seit ihrem Rücktritt im Jahr 2021 genießt Angela Merkel den Ruhestand in vollen Zügen. Sie verbringt ihre Zeit mit Lesen, Spazierengehen und der Teilnahme an kulturellen Aktivitäten. Auch wenn sie nicht mehr auf der politischen Bühne aktiv ist, hat sie immer noch großen Einfluss und wird oft zur Teilnahme an internationalen Konferenzen und Foren eingeladen. Angela Merkel hat im Alter von 70 Jahren ein großes Erbe hinterlassen, eine Karriere voller Höhen und Tiefen und vieler Spuren. Ihr Leben ist ein Beweis für Beharrlichkeit, Weisheit und Hingabe, sowohl als nationale Führungspersönlichkeit als auch als Mensch mit persönlichen Anregungen von diesen jungen Menschen ausgehend, von den Daten und Analysen, die sie zur Verfügung hatten und über die wir mit ihnen ins Gespräch gekommen sind. Wie sind wir vorgegangen? Einige wenige Informationen dazu. Wir haben, das lag nahe, relativ schnell an eine Online-Befragung gedacht. Ein Instrument, das ja mittlerweile sehr, sehr viele nutzen, weil es eben auch wenig andere Möglichkeiten gab. Eine quantitative Fragebogenerhebung mit einem Freitextfeld am Ende. Das heißt, am Ende konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nochmal sehr offen kommentieren, was auch immer sie kommentieren wollten. Wir haben das Ganze angelehnt an das Well-Being-Konzept, das insgesamt sehr gut erprobt ist und das wir auch eingesetzt haben in der Children's Worlds Plus Studie, die 2019 veröffentlicht wurde. Well-Being ist ein mehrdimensionales Konzept zur Erfassung der Lebenszufriedenheit und wir haben das damals auch erweitert um den Bereich der Bedarfe und das haben wir hier auch zugrunde gelegt. Wir sind gestartet mit einer Jugendbefragung, Fragebogen für junge Menschen zwischen 15 und 30 Jahren, JUKO 1. Diese Befragung lief 19 Tage von Mitte April bis zum 3. Mai. Wir haben dann JUKO 2 aufgesetzt nach dem Sommer und diese Befragung lief im November 2 Wochen. Da war gerade der Lockdown light. Das war nicht unser Plan, aber der ist mit der Befragung zusammengefallen. Und wir haben für JUKO 2 auch noch einmal einen Fragebogen in einfacher Sprache angefertigt und angeboten. Und wir haben die KIKO-Studie durchgeführt, einen Fragebogen für Eltern mit Kindern unter 15 Jahren. Hier ist das Thema, wir wollten nicht Kinder direkt anfragen, sondern haben quasi die Eltern gebeten, den Fragebogen zu beantworten, einmal für sich selbst und einmal für jedes einzelne Kind. Wir haben sie angeregt, das vielleicht mit den Kindern gemeinsam zu machen. Und wir haben diesen Fragebogen in der letzten Aprilwoche laufen lassen, 10 Tage lang über das Online-Tool. Hier die Sample-Beschreibungen sehr kurz nur. Ich glaube, die Zahlen geben so einen Hinweis. In der KIKO-Studie, also der Befragung von Eltern, haben wir in ziemlich kurzer Zeit über 25.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gehabt.